Guten Morgen, Leute. Hallo. Wir haben die Nacht überlebt. Ich glaube, es war alles halb so wild. Oder die Frau, die uns jetzt das Zimmer angeboten hat, weiß einfach, was sie macht. Ja, unser Ziel ist es jetzt, von hier aus nach Darway zu kommen, heute. Wir haben es gerade, glaube ich, 9:30, 9:45. Und wir schnappen uns jetzt einen Tee, essen was und dann geht's wieder auf die Straße. Mal schauen, ob wir es schaffen. Hier übrigens das Zimmer nochmal. Andrew, say hi. This was your bed last night? Yeah. Comfort. Romantic? Slightly, although I put the barrier down. Oh wow. That's pretty romantic. So, ich würde sagen, los geht's. Last time that we had spoke. Das ist unser super leckerer Tee. Das ist einfach nur, ich denke, schwarzer Tee mit Kondensmilch. Richtig lecker. Yo guys, back on track. Schauen wir mal, wie schnell wir jetzt eine Mitfahrgelegenheit finden. Seid ihr gespannt? Ich auch. Oh, ist das heiß. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Say hello. 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 Mit diesem Auto fahren wir jetzt nach Yeh, die nächste Stadt in Myanmar. Ungefähr 60, 70 Kilometer. Hallo, wir sind in Yeh angekommen. Richtig verrückt. Der Typ, der uns gefahren hat, der wollte 20.000 Kayat von uns haben. And Andrew freaked out. What did you do? What have you done? I told him, it was never discussed, and he just threw out this 20,000 amount. So I was like, you're a bad man. You get this ride, and then you say you want, at the end, 20, I just started calling him a bad man. I said, I said he didn't have a license for a taxi and all that stuff. Yeah. Right? So I don't know if he understood me. He knew a bit of English, but I basically just said, it's not cool. Er hat uns im Prinzip umsonst mitgenommen, und als wir angekommen sind, hat er gesagt, no, 20,000. Ja. Dann sind wir einfach rausgestiegen, haben unsere Sachen genommen. 20.000 Kayat, also wir wären für, ich glaube, knapp 3.000 Kayat, wären wir komplett nach unten mit dem Zug fahren. Wir sind jetzt hier, trinken unseren Tee. Und dann geht's weiter. Wir wurden von einer Familie mitgenommen. Ich weiß zwar nicht wie lange, aber es ist cool. Say hello. Hello. Das war schön, war zwar nicht weit, aber sehr cool, sehr liebe Familie. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo und jetzt jetzt geht's weiter. Wir haben unsere nächste Mitfahrgelegenheit bekommen. Die sind am Rasen. Nach circa einer Stunde warten haben wir jetzt unsere nächste Fahrt hier in dem Truck. Hey, sehr lauf! Ich glaube, jetzt fahren wir noch circa eine halbe Stunde einfach Richtung Darway und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Songs for you, then I began to feel what I feared most. That's being all alone, never finding love this close. Hey shorty, I've been thinking, so deep these feels are sinking. Maybe we could rekindle this flame I'm burning. Wir haben jetzt eine Grenze von einem Bundesstaat überschritten. Wir sind jetzt aus Mondstadt raus und in einem anderen. Ich schreibe es hier unten hin. Und am Checkpoint mussten wir unseren Reisepass, also Passport, zeigen.
Und die haben uns auch gefragt, wo wir denn, ja, wo unser Ziel ist. Ja, es war relativ easy. Wir haben eigentlich gedacht, es ist schwieriger zu hitchhiken in Myanmar, aber es funktioniert anscheinend auch. Ja, wir sind mit dem Truck und es hat alles super funktioniert. Also ja, für alle, die in Myanmar hitchhiken wollen, macht es. Geiles Ding und anscheinend auch wenig Probleme. Freunde, wir sind jetzt in Yaphu angekommen. Keine Ahnung, wo das ist, aber wir sind noch ca. 110 Kilometer von unserem Ziel entfernt. Und guck mal hier. Hallo! Hallo! No, come back, come back! Die ganzen Kinder hier kommen aus ihren Häusern und gucken und lachen. Und wenn wir den Kuh winken, dann rennen die weg. Ist echt lustig. Hallo! So, wir machen uns jetzt aber auch schon auf dem Weg weiter. Ja, mal gucken, wen wir jetzt auftreiben können. Hallo! Wir haben unsere nächste Fahrt bekommen, nicht nach Garway, aber ein Stückchen weiter, nach Kalainang. Und ja, so langsam wird es dunkel und ich glaube, unsere einzige Schlafmöglichkeit ist in Garway. Also es wird ein bisschen knapp, ich glaube, wir sind noch 100 Kilometer entfernt. Wir sind in Kalainang angekommen. Es wird dunkel und wer hätte es gedacht? Es fängt an zu regnen. Ich glaube, wir sind noch ungefähr 60 Kilometer von Dawei entfernt. Ich glaube, hier gibt es gar keine Schlafmöglichkeit, also kein Guesthouse in der Nähe. Wir laufen jetzt erstmal die Straße hier lang. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber ich bin gerade auf der Brücke. Ich glaube, vor uns fängt das Dorf jetzt an. Wir schauen mal, ob wir entweder eine weitere Mitfahrgelegenheit finden oder vielleicht gibt es hier ein Hostel, wer weiß. Vieles, was im Internet steht, stimmt nicht. Das haben wir jetzt den kompletten Weg und die komplette Reise über Myanmar gemerkt. Deswegen schauen wir mal, was hier so geht. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das einzige Guesthouse hier in diesem Dorf gefunden. Und hier dürfen wir sogar schlafen. Wir haben die Erlaubnis, als Ausländer hier schlafen zu dürfen. Wir haben 10.000 Kajat jetzt bezahlt pro Kopf. Das sind ungefähr 6-7 Euro. Und sind jetzt ca. 60-70 Kilometer von Dawei entfernt, unserem ersten Ziel. Wir sind jetzt seit 2 Tagen unterwegs. Das ist der 3. Tag. Wir haben jetzt Tee getrunken, uns fertig gemacht. Das ist schon der nächste Morgen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit. Lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren, denn es geht weiter. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Schöne Grüße aus Kao. How's the place called? Kailang? Kaonang? Schöne Grüße aus Kaolong. No, Kaonong. Kaolong, I think? Kaolong, I don't know. Check on the map, I'll look quickly. Ja, ja. Schöne Grüße aus Kalainang. Peace. Schöne Grüße aus Kalainang. Schöne Grüße aus Kalainang. Again. Schöne Grüße aus Kalainang. No. Schöne Grüße aus Kalainang. 3 days that you're back in town, hoping maybe I can see you around. Last time that we had spoke, he called me from a plane saying you were pretty far from home. Said I should find someone new while I was spending all my time.